Hallo und willkommen zurück zum Bieterchaos. Kommen wir auch nochmal Huni rein. Gut, ich krieg das Ding. Danke. Meins. Ja. Die Fass kann weg, das kann weg, das. Der Tisch ist einzigartig. Einzig und artig. Raus. Sauerstofftank. Da wird sich Opa Helmut freuen. Ist nicht ich mit für alle Halloween-Gegenstände? Zack. So, Seifenspender. Ja, der gute Kondomautomat. Hier ist ja nur Seifenspender. Noch ein Kürbis. Ja, vom Prinzip her hat es sich ja alleine schon gelohnt wie in dem Air-Hockey-Tisch. Seltene Holzfigur, kaputt. Noch irgendwas drin? Nö. Oh. Kleinteile Rumpelkiste. Noch irgendwas hier? Ja, so ein Hammerino kann da rein. Du bist hässlich. Fährst du rein? Gut. Dann sind wir dich auch schon. Oh, haben sie hier. Dann kriegen wir dich da hinten in die Ecke gestellt. Ja. Nur den Seifenspender. Das Ding ist ein Kondomautomat. Leute, lasst euch nicht verarschen. Das ist ein Kondomautomat. Aber der kriegt gar nicht so viel Verkauf, wie er sich das vorstellt. Schleppt zu schnell zu viel Zeug ran. Aber ich brauche das. Ich brauche das Überprüfungswerkzeug. Damit wird alles besser. Ich würde sogar einen Kredit aufnehmen. Hast du drauf? Ja. Ich hoffe, er hat genug Geld verkauft. Genug Geld verkauft. Genug Zeug verkauft, dass ich mir das Ding leisten kann. Lager sind voll. Nehmen wir schnell mal einen Kredit. Nein. Warum still aus den Krempel? Und noch was drauf? Nö. Wie viel Kohle hast du schon wieder gemacht? 800. Ist nicht viel. Wir warten bis morgen. Auf dem Truck haben wir nichts mehr. Holen wir mal eine Kiste ab. Vielleicht haben wir denn da noch Spezialzeug drin. So,
Ola Wecker. Der bringt auf erstaunlich viel Geld. Ich glaube, heute Abend passiert nicht mehr viel in Sachen Auktionen. Oder? Mö. Hast du noch Geld für mich? 600. Jo. Dann Werkzeuge, Überprüfungstool. Ja, möchte ich kaufen. Danke. Guten Tag. Und dann kann ich das mal in Ruhe verkaufen, dass wir dann wieder irgendwelche. Siehst du, dann können wir die anderen Sachen ja schon mal identifizieren. Schmeißen wir die wieder ins Lager an, dann kann er die verkaufen. Guck mal, was er bis morgen verkauft hat. So. Ja, Gewinn minus. Dafür, dass ich ein Überprüfungswerkzeug habe. Ob das Spiel so clever ist und das aus dem Laden holt, das Geld? Oder ob ich jetzt einfach Plus gemacht habe? Indem ich kein Geld in Tasche hatte. Ah, 200. Können wir erstmal noch nicht viel reißen. Dann würde ich sagen, nutzen wir die Chance. Schmeißen das, was zur Überprüfung aussteht, schmeißen wir wieder raus. Im schlechten Zustand. Okay, Zustand. Katze hätte ich doch schon das neue Spielzeug. Sagt denn, hol mal das Zeug von drüben. Okay. Katze. Na, berechnet das Spiel, wo das Zeug hingeschmissen wird? Naja. Gut, dann fahren wir jetzt da drüben, holen das Zeug ab. Wir haben momentan eh kein Geld. Lass mich raten, heute sind Vierer-Auktionen. Zweier, wollen die mit anfangen. Eine Dreier kommt noch. Vielleicht habe ich bis dahin Geld. Dreier wäre interessant. Dreier wäre mega interessant. Dann holen wir unser Zeug jetzt mal ab. Ich weiß gar nicht wo. Kann gleich mal gucken. Ach, Galerie, glaube ich, ne? Ah, 9 Uhr. Gleich müssten die Verkäufe wieder richtig starten. Die sollten gleich starten. Und sonst muss ich Einzeldinger machen. Oder warten, bis alles verkauft ist. Lager ist ja auch noch voll. Fahren wir mal zur Galerie. Der LKW da hinten, der würde mich natürlich interessieren. Ein Gegenstand. Okay, wo war das andere Ding? Ich habe keine Ahnung. Schlösser. Ace of Art. Toys McNoise, stimmt. Da müssen wir hin. Toys McNoise. Ah, ja, hier, diese Figur.
Ja, nämlich so dunkel. Auf wieder Geld. Zack. Mal wieder reinschmeißen. Mal gucken, ob er bis dahin schon irgendwas verkauft hat. Nee, wir können ja, geradeaus weiterfahren. Oh Gott. Ey. Der andere war aber wendiger. Aber auch nur halb so schnell. Jetzt können wir bis auf einzigartige Dinge das selber machen. Da ist die Tankstelle. Ich will auch nur mein Bestes, mein Geld. Gut, haben wir schon wieder irgendwas verkauft? Ich sehe keinen Ruhm aufblitzen. Ja, ich kann immer noch Kredit aufnehmen, so ist es nicht. Was brauche ich für diese rosanen Gegenstände? Nicht mehr durch die Gegend eiern. Zack, verpackt. Gucken wir mal, haben wir Geld? Ah, wir verkaufen wieder Dinge. 800. Oh, das reicht. Auktion. Bin dabei. Ende mit dir. Machen wir jetzt noch Ratzifatzi hier. Muss Geld verdienen. Okay. Die Tore Greta ist nicht dabei. Kajak bringt Geld. Ötzi, bist du in einen Kürbis gefallen? Aus Versehen? Ja, guck mal, für was wir das kriegen. Hypnose. Gib mir das Abteil einfach. Ihr braucht gar nicht kommen. Gibt es mir einfach. Muss irgendwas drin sein, ne? Gut. Meins. Ja, die. Naja. So sonderlich guten Zustand ist er auch nicht mehr. Im Gymnastikball. Ah, komm, gib mir das Bettgestell. So, Koffer. Das wäre geil, wenn ich noch aufmachen könnte. Seltene Truhe. Gut. Silberarmreif. So, Keramik. Ja, natürlich hat es sich gelohnt, ne? Katze ist kaputt. Dafür, dass es so viel Aufräumwerkzeug ist, habe ich da echt sehr schlecht drum gekümmert. Gut, 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 gut. Ja. Der Einkaufspreis verdreifacht. Das ist. Das muss man auch erstmal schaffen.
Zack, jetzt kommt der kleine Schrank hier noch auf. Ball haut schon wieder ab, ne? Das ist fadenflüchtig. Gut. So. Ah. Ob jetzt so einfach pleite gehen, ist nicht mehr mit einer. Das Ding ist halt nur, wenn du kein volles Lager hast, dann kannst du hier, glaube ich, schon pleite gehen. Wenn du ein volles Lager hast, ne? Das heißt, wartet man halt nur einen Tag. Dann sollte das ja auch funktionieren. Hier nehmen wir das Kart. Lass los! Jo, jetzt müssen wir noch zusehen, dass wir den Ball darauf bekommen. Das Bettgestell ist jetzt erstmal nicht mehr die Kunst. Gut, bringen wir mal weg den Krempel. Ich bin immer noch der Meinung, er kann gar nicht so schnell verkaufen, wie ich das Zeug ranschleppe. Lung. So, alles im guten Zustand. Geld abholen. Oh, Geld. Haben wir noch eine Auktion heute? 3er bis 6 PM. Mitgenommen. Das ist auf jeden Fall mitgenommen. Die ist auf jeden Fall mitgeschleift. Ja, perfekt eingeparkt. Teppich. Was bist du? Das will ich haben. Das ist interessant. Komm, wir treiben gleich mal den Preis hoch. Okay. Da geht das ein bisschen schneller. Okay. 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 Jo, meins. Hab schon gewonnen. Danke. So. Ein Rechen. Werde mich rächen mit dem Rechen. So. Boah, das ist so gut. Einzigartige Statue. Mhm. Ein Siftteppich. Und noch eine Kiste. Boah, ich habe nicht mal alles raus und bin schon mit Plus. So, du bist eine Scheinewerfer. Du bist Müll. Du bist eine Geilo-Truhe. Halloween-Tentakel. Okay, Halloween-Gegenstände, ne? Die machen mich rich. So. Was haben wir hier drin? Ein Silbereim reif an einer schlechten Qualität? Vielleicht nicht mehr. Dank Zauberei. Ball. Halloween-Tentakel. Ja, Geldboost, ne? Die sollten wir vielleicht noch hier reinkriegen. So die Ghostbusters-Falle, ne? Manchmal, wenn das so vibriert.
Lampe. Lampe. Kommen Sie raus. Haben Sie keine Angst, Sie müssen sich nicht verstecken. Es gibt schlimmere Gegenstände zum Verstauen. Bälle zum Beispiel. Überprüfungswerkzeug, wenn es funktioniert, ist so geil. Jetzt noch wahrscheinlich die nächste Stufe, die letzte Stufe. Hat er verkauft? Er hat verkauft. Muss mehr Zeug ranschleppen. Muss ich wieder rüberfahren. Habe ich ganz wenig Lust drauf. Ist das mal viel Geld? Ausrüstung wäre, glaube ich, noch ganz witzig. Fern, muss man den neu kaufen? Gut, haben wir vollständig, haben wir vollständig. Der weiter. Hier haben wir drei. Das läuft. Schafft man noch eine Auktion? Wegen Krempel? Hier PM schaffe ich nicht mehr. Nö. Das schaffe ich nicht mehr. Dann beenden wir den Tag. Schauen, was der morgige Tag so bringt. Höheres Verhandlungsgeschick. Wir müssen auf jeden Fall morgen tanken. Kann meine Katze hier ins Haus stellen. Meine Figur. Trotzdem, dass wir viel Geld ausgegeben haben. Ne? Upgrades gekauft haben. Läuft. So, ist das nächste Ziel jetzt hier das Haus kaufen. Sich weg hier von der schäbigen Bruchbude mit Dauersquatter bin. Tanken fahren. Ich weiß nicht. Oh, mach voll den Laden. Mach voll den Laden und die Tankstelle leer. Brauch mal Geld auf der Tasche. Tentaculus. Ist das eine Lampe? Wirklich eine Lampe? Angst. Was haben wir für Auktionen? Eine Vierer habe ich nicht genug Geld für. What is in the box? Wollen wir noch irgendwas abzuholen? Wir machen erstmal ein paar kleine Auktionen. Wir fahren mal rüber. Vielleicht hat er in der Zwischenzeit schon mal was verkauft. Wir müssen natürlich wieder Geld ranscheffeln. Viel Geld. Ja, hier erstmal Level. Ich meine, man könnte den Mist jetzt kaufen, je nachdem, was da drin ist, wenn den hier vorne ins Pfandhaus schleppen, dass wir hier auch schon mal ein paar Punkte kriegen. What is in the box? Die dicke Spinne an der Seite. Gut, kommen Sie her. Ah, viel Kleinschatz, die Kiste ist interessant. Das Hello, die Halloween-Figur da vorne wird es rausreißen. Okay. Nehmen wir mit. Für 200 nehmen wir sie mit. Ja. Ich merke.
Okay, 160 auf jeden Fall. Das macht die Figur hier vorne schon. Die hier. Die haut da schon fast raus. Die Kiste abgeschlossen? Ja. Oh, die Kerzen. Mal Rucksack im schlechten Zustand. Vielleicht noch eine zweite. Ich hoffe, es kommt noch ein Werkzeug rein, wo ich den ganzen Krempel mit. Zack, zack. Den ganzen Klimbim dann einfach auch wegkriege. Halbe Ladefläche leer, das macht ja gar keinen Sinn. Also machen wir noch eine Aktion hier. Haben wir denn noch was in der Nähe? What is in the box für 100? Müsste gleich nebenan sein. Eine Menge Kleinscheiß. Diese Newbies hier. Ja, nehmen wir mit. Gucken, für was bekommen das Ding. Okay. Gleich einen raus. Du siehst komisch aus. Deine Augen starren mir direkt in die Seele. 2,50. Ja, ist meins. So. Zack, zack, zack. Angelstuhl. Katzenkäfig. Ja. Raus, raus. Zerkratzte Spüle. Und noch eine verschlossene Kiste. So. Aha, Kürbis. Okay, das Geld ist wieder drin. Eingestuhlt. Kerzenhalter. Ich glaube, die andere Auktion brauche ich gar nicht machen, habe ich nicht genug Geld für. Ich muss erstmal den Krempel hier loswerden. Mein machbar, ja, keine Frage. Ob das jetzt Sinn und Zweck der Sache ist, mag ich zu bezweifeln. Der Ball da noch abhaut. Der Angelstuhl. Das ist eine Katzenbox, aber ist okay. Sieht aus wie eine Rattenbox, aber naja. Stimm. Wer bin ich, dass ich darüber urteilen sollte? Manches Drehen ist seltsam. Hätte mal einen Ball. Ach, da liegt er. Gut, wir haben alles. Tschüss. Tankstelle.
erste Art. Also sollten wir jetzt hier runter. Da ist die Tankstelle. Gut, da ist die Tankstelle. In Richtung Tankstelle müssen wir. Gehen wir die Kisten gleich ab. Aber das Gute ist, wenn man jetzt überlegt, ne, ich bin ja nicht mehr mit 60 km/h rum. MPH. Sondern ich habe schon ein bisschen was mehr an Geschwindigkeit drauf. Gut, jetzt gehen wir die mal ab. Ich hoffe, er hat genug verkauft. Ja, jetzt fahre ich hin, Lager leer. Tja, das wäre jetzt ihr Tod. Ja, Kisten abgeben, bevor ich sie wieder rumpulen muss. Drauf. Ejo. Ja. Um 15. Lung. So, was hast du denn alles Schönes verkauft? Können wir noch eine Auktion machen? Hier habe ich zu wenig Geld. IPM. Fischpiepel. Nehme ich mit. Die nehme ich mit. Aber die nehmen wir erst in der nächsten Folge mit. Bis dahin. Ciao.